1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitags, wie immer, eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow hier bei uns. Ihr ruft mich an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. 0800 220 5050 und der erste Anruf heute Nacht ist der Patrick und Patrick ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Domian. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist halt über mein Kind und meine Freundin, meine Ex-Freundin. Über dein Kind und die Ex-Freundin. Ja, genau. Ja. Was ist da genau los? Wir sind seit 1,5 Jahren zusammen gewesen. Ja. Und haben seit knapp 3 Monaten, also 2 Monate, morgen in einer Woche 3 Monate ein Kind zusammen. Mhm. Ja, und jetzt hat sie sich getrennt von mir seit morgen vor einer Woche. Ja, ganz frisch. Ja, genau. Ja. Warum hat sie sich getrennt? Weil sie meinte, ich habe mich zu wenig um den Kleinen gekümmert. Und wenn sie mich gefragt hat, was los ist mit mir, saß ich nur da und habe mit den Schultern gezuckt. Mhm. Nur hattest du ja noch nicht so sehr viel Gelegenheit, dich um den Kleinen zu kümmern, da der erst 3 Monate alt ist. Aber dennoch hat sie den Eindruck gehabt. Aber das muss ja schon ein heftiger Eindruck sein, wenn man sich deshalb von jemandem trennt. War denn da noch was anderes im Busch? Na, ich denke, weil ich das war ja mein erstes Baby, was ich überhaupt gesehen habe vor mir. Ja. Und ja, mein Bruder, der hat immer, wenn der Kleine da war, hat er den immer gleich genommen und so. Ich glaube, vielleicht auch deswegen. Vielleicht kam das eher rüber, dass ich den irgendwie gar nicht haben wollte. Ist das so? Wolltest du ihn nicht haben? Nee, gar keinen Fall. Also du wolltest ihn haben? Ja, vielleicht hatte ich einfach nur mehr Angst. Mhm. Vor was? Na, dass ich den verletze, dass ich fallen lasse oder ich weiß auch nicht. Ach so. Also, hast du den Kleinen gar nicht angefasst in den 3 Monaten? Doch, doch. Aber halt nicht so, wie sage ich jetzt mal, wie andere halt. Ich habe mehr mich gezögert, nicht von alleine, sondern immer, wenn mir den jemand gegeben hat. Dann? Wenn dir jemand ihn gegeben hat, dann, was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich ihn halt gehalten auf den Arm, mit ihm ein bisschen geknuddelt halt. Ja, aber nicht so ganz unbefangen. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall wolltest du das Kind. Mhm. Und du hast das Kind sehr gerne. Wie bitte? Und du hast das Kind auch sehr gerne. Ja, genau. Ja. Nun bist du erst 18 Jahre alt. Ja, stimmt. Wie alt ist deine Freundin? 17. 17. Wie kam es denn dazu, dass ihr nun so jung schon Eltern wurdet? War von mir aus, also wir hatten ein Kondom benutzt. Mhm. Und dann, wo ich fertig war, sag ich jetzt mal, ja, ist sie aufgestanden und dann war das bei mir nicht mehr da, wo es war, sondern das war bei ihr. Also es ist ein Versehen gewesen. Ja, genau. Ja. Die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin, bevor das Kind da war und während das Kind dabei war, auf die Welt zu kommen, war die Beziehung gut? Ja, die war wundervoll. Wundervoll sogar? Ja. Aber jetzt muss deine Freundin ja sehr enttäuscht sein, wenn sie sich von dir trennt. Das ist ja doch ein großer Schritt. Ja. Hat sie das denn noch ein bisschen begründet eingehender? Tja, was heißt, ich habe sie gefragt, sie meinte halt, dass ich nicht so offen bin. Ich bin ziemlich schüchtern, sage ich jetzt. Hm, gut, aber das war es ja vor einem halben Jahr auch schon. Ja, aber ich weiß auch nicht, was sie auf einmal dazu gebracht hat, Schluss zu machen, anstatt mir zu sagen, was ihr fehlt und so. Hm. Sie hat ja Schluss gemacht und dann hat sie gesagt, was sie gestört hatte und so. Zähl es mir nochmal auf. Es hat sie gestört, dass du so distanziert mit dem Kind umgehst. Ja. Dass du eher zurückhaltend bist. Genau. Was noch? Dass ich
ja, halt nicht so bin wie die anderen zu dem Kleinen. Also es geht dann doch immer um den Kleinen, ne? Dass die anderen herzsicher sind und mehr auf den Kleinen eingehen. Und halt, wenn ich bei ihr war, weil ich habe in der Woche immer versucht, Arbeit zu finden, zu suchen, Ausbildungsplatz zu kriegen. Und ich war halt nur am Wochenende bei dem Kleinen. Ich denke, vielleicht habe ich mich auch deswegen nicht so auf den Kleinen eingespielt, weil ich den halt nur am Wochenende gesehen hatte. Heißt das, dass ihr nicht zusammen gewohnt habt? Und nee, haben wir nicht. Ja. Also du wohnst noch bei deinen Eltern und sie? Auch. Auch. Wie alt? Sie ist auch in deinem Alter? Ja. 17 hast du gesagt. Ja, 17. Genau. Seht ihr euch denn im Moment zumindest noch? Wir gehen in einer Klasse. Ach, ihr geht in einer Klasse. Ja. Das ist aber eine Situation. Das ist hart. Das ist eine Situation. Die Trennung quasi liegt jetzt eine Woche zurück, sagst du? Ja. Ungefähr. Habt ihr denn jetzt in der letzten Woche nochmal geredet? Oder hat sie einfach... Ja, Sonntag. Ja. Gestern. Und ist dabei was rumgekommen? Ja, gestern kam mir das vor, als wenn sie wieder näher zu mir gekommen wäre. Also sie hat mich wieder angelächelt und ja, aber im Moment weiß ich nicht, was ich glauben soll, weil in letzter Zeit ist er ziemlich oft ein guter Freund von mir und ja. Ach so, du vermutest, dass da eventuell ein anderer Typ im Spiel ist. Ja. Könnte sein. Könnte sein, aber ich möchte es nicht hoffen. Ich möchte aber noch mal ganz festhalten. Dass du mit dem Kind irgendwie so ein bisschen ungeschickt umgegangen bist, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du das Kind ablehnst. Du liebst dieses Kind. Auf jeden Fall. Und du warst so unbeholfen, weil du Angst hattest, da was falsch vielleicht zu machen. Genau. Da Hand ins Feuer, das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so. So, ja, jetzt wäre natürlich wirklich ganz wichtig für dich zu erfahren, was da los ist. Offensichtlich sagt sie da irgendwelche Sachen, mit denen du gar nicht so ganz viel etwas anfangen kannst. Du hast ihr das doch wahrscheinlich auch so erklärt, dass du auf den Kleinen nicht so eingegangen bist, weil du unsicher warst. Wie hat sie denn da auf deine Erklärung reagiert? Ja, sie hat gesagt, jetzt wo es zu spät ist, willst du was ändern. Was, jetzt wo es zu spät ist? Ja, also zu spät ist, jetzt wo die Beziehung kaputt ist, merke ich erst, was falsch ist und was richtig ist. Ja, ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Ihr seid so junge Leute und da ist das natürlich auch ein ganz einschneidender Lebensabschnitt, wenn da jetzt ein Kind auch noch dazukommt. Ja. Dass man da nicht alles so ganz locker, flockig gleich richtig macht, ist doch auch völlig normal. Und es ist ein Junge, ne? Ja, stimmt. Der Kleine ist erst 3 Monate alt und da muss man sich auch erstmal an alles so gewöhnen. Ich glaube auch, dass da mehr im Hintergrund los ist bei deiner Freundin, bei deiner Ex-Freundin. Dass es sicher nicht nur daran liegen wird. Meinst du denn, sie wäre dazu zu bewegen, dass ihr zu zweit mal in eine Beratungsstelle gehen könntet, würdet? Ich weiß nicht, sie ist nicht eher der Typ dafür, denke ich nicht. Also, wenn sie das, ich meine, du kannst es ihr mal vorschlagen. Ihr redet ja schon ein bisschen in der Schule, ne? Dass du ihr ganz einfach klar machst, immerhin, es ist nicht einfach so eine Liebelei, wo man einfach mal sagt, jetzt Schluss, da ist ein Kind im Spiel und genau, und das ist Verantwortung. Du liebst die Frau. Auf jeden Fall. Du liebst das Kind. Ja. So. Das würde ich ihr nochmal so ganz klar sagen. Und ich würde ihr auch sagen, dass dir sehr viel daran gelegen ist, die Beziehung fortzuführen. Und wenn das für sie überhaupt nicht möglich ist, dann ist es für dich sehr wichtig zu erfahren, warum. Weil ihr beiden könnt ja jetzt nicht eure Leben einfach trennen. Ihr seid ja für jetzt 20 oder noch viele Jahre miteinander verbunden, eben durch das Kind. Ihr müsst, wenn ihr auch schon kein Paar mehr seid, müsst ihr eine Ebene finden, dass ihr ordentlich miteinander umgeht. Für das Kind. Denn das Kind muss den Papa und die Mama haben. Egal, wie die jetzt miteinander verbunden sind. Das musst du ihr so klar machen. Und dann in dem Zusammenhang kannst du ihr das ja mal vorschlagen, ob sie bereit ist, mit dir zu jemandem zu gehen. Wir geben dir gleich mal gerne eine Adresse, wo du das machen könntest. Wenn sie definitiv Nein sagt, dann mache ich aber so, wie ich es dir gerade erklärt habe, klar, dass sie auf jeden Fall sprechen soll. Ja. Denn wenn ihr auch kein Paar mehr seid, müsst ihr gute Freunde sein im Prinzip. Das wäre das Allerbeste für das Kind. Oder eine gute, funktionierende Übereinkunft haben.
Ja. Sie hat aber noch was anderes gesagt gehabt. Ich habe sie gefragt, was noch ein Grund ist. Mhm. Dann meinte sie, wo der Kleine geboren wurde, seitdem liebt sie mich nicht mehr so doll. Ja. Aber das glaube ich nicht. Gerade wegen dem Kleinen. Ach, das ist ja sonderbar, ja. Warum liebt sie dich? Na gut, jetzt ist natürlich ihre Konzentration erstmal auf das Kind. Klar. Ja. Aber deshalb verliert man ja die Liebe nicht zu dem Partner. Sie ist auch sehr jung und das ist, kann auch für sie alles sehr schwierig sein. Deswegen wäre eigentlich so eine professionelle Mitbetreuung wäre super. Mhm. Patrick, du legst mal bitte auf. Ja. Wir rufen dich zurück, meine Psychologin, die Magdalena. Ja. Die gibt dir mal so die eine oder andere Adresse, wohin ihr gehen könntet. Mhm. Und dann versuch mal deine Freundin und deine Ex-Freundin zu überzeugen, das zu machen. Ja. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch übers Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Markus und Markus ist 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo? Hallo Markus. Hallo? Ja. Hallo Domian? Ja, ich bin da und du bist auch da. Hallo. Ja, weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, wegen deiner gestrigen Sendung. Ja, gestern hieß unser Thema weibliche Sexualtäter. Genau. Mhm. Ja, und sozusagen wollte ich einfach mal drüber reden, also, mhm. dass ich eben von meiner Mutter missbraucht worden bin. Mhm. Wie alt warst du da? Ungefähr 6, 7. Also ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, wie alt ich da war. Ja. Hat das, ist das oft vorgekommen? Öfters, ja. Mhm. Also, du wurdest dann auch älter? Über mehrere Jahre? Über mehrere Jahre, ja. Mhm. Bis ich 15 war. 15? Ja, mhm. 15, ja. Mhm. Hast du schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Noch nie? Außer meinem besten Freund. Also ein Mensch weiß Bescheid? Genau. Und du hast gestern, als wir hier in der Sendung darüber gesprochen haben, hast du dich angesprochen gefühlt, dass dir so etwas auch passiert ist? Genau. Mhm. Und ich wollte eigentlich gestern schon anrufen, bin aber leider nicht mehr durchgekommen. Ja. Ich wollte einfach, ja, mir erst von der Seele reden. Mhm. Markus, was hat deine Mutter mit dir gemacht? Oder was musstest du tun? Ich bin etwas nervös, tut mir leid. Bitte? Ich bin etwas nervös. Ja, das verstehe ich auch. Wenn man da noch nie so drüber gesprochen hat, ist das auch schwierig. Ja, also weil nur mein bester Freund Bescheid weiß eben. Mhm, Was sind denn so deine Haupterinnerungen, wenn du zurückdenkst an diese Sache? Also angefangen hat das sozusagen, dass sie mit mir alleine war. Mhm. Und wir zuerst zusammen auf dem Sofa saßen. Mhm. Und sie mich angefangen hat zu streicheln. Mhm. Und dann auch meine Genitalien gestreichelt hat. Mhm. Da warst du so 5, 6 Jahre alt, sagst du. So ungefähr, ja. Ja, ja. Also meine Erinnerung, also ich meine 5 oder 6. Also Und ich fand es einfach grausam. Schon in dem Alter? Ja. Mhm. Dass meine Mutter irgendwie, ich fand das sehr unangenehm. Also du hast in dem Alter schon auch das Gefühl gehabt, das ist was ekelhaft ist und das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. Genau. Mhm. Das hast du gerade gesagt, das ging bis zu deinem 15. Lebensjahr. Das ist ja dann sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, deine ganze Jugend und spätere Kindheit und Jugend. Ja. Ging es so weit, dass du mit deiner Mutter hast schlafen müssen? Ja. Mhm. Du hast also Geschlechtsverkehr mit deiner Mutter gehabt? Ja. Da war ich 14 ungefähr. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Nein, ich habe noch eine Schwester. Ist die älter oder jünger? Jünger. Mhm.
Weißt du, ob der auch so etwas passiert ist? Also, ich meine nicht, also ich. Seid ihr beiden alleine erzogen worden von eurer Mutter oder gab es da auch einen Vater? Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 10 war ich, ja. Ungefähr. Hast du dann hinterher noch Kontakt zu deinem Vater gehabt? Zu meinem Vater habe ich noch Kontakt, ja. Ja. Und aber ich habe ihm nie was erzählt, also. Ja. Warum hast du? Er weiß nie was, er weiß nichts davon, dass mein Vater ist voll in Ordnung und ich habe einen sehr guten Draht zu ihm. Und warum hast du damals nichts zu ihm gesagt? Hattest du Angst? Ich glaube ja. Also ich habe mich nicht getraut, ich fand es einfach beschämend in dem Sinn. Also, ja, ich höre das ja oft von jungen Menschen, denen so etwas widerfahren ist wie dir, egal von einem Mann oder von einer Frau, dass man sich da auch schämt einfach. Obwohl man sich nicht schämen braucht, weil schämen muss sich immer der Täter, der Ältere, jetzt in deinem Fall die Mutter. Ja, aber irgendwie ist sie auch meine Mutter und ich. Irgendwo mag ich sie an dem Sinne, sie hat mich auf die Welt gebracht, aber trotzdem hasse ich sie auch dafür, was sie mir angetan hat in dem Sinne. Du hast gesagt, dass bis zu deinem 15. Lebensjahr ist das vorgefallen. Ja. Warum danach nicht mehr? Ich bin abgehauen sozusagen. Wohin? Ich weiß nicht, wo ich das sagen soll. Also, okay. Damit meine Mutter das nicht rausfindet. Okay, dann lassen wir das erstmal. Du bist auf jeden Fall abgehauen? Ich bin abgehauen, in eine große Stadt. Hast du heute Kontakt mit deiner Mutter? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Überhaupt gar nicht. Ich will auch keinen Kontakt. Die weiß auch gar nicht, wo du bist? Und nein, sie weiß überhaupt nichts mehr von mir. Du hasst deine Mutter auch? Ja, ich hasse sie dafür, was sie mir angetan hat, ja. Jetzt bist du ein junger Mann von 21 Jahren. Wie hat all das, was da geschehen ist, wie hat sich das auf deine Sexualität ausgewirkt? Lebst du eine Sexualität? Ja und nein. Was heißt das? Also momentan habe ich keine Beziehung, also weder Mann oder Frau. Aber also ich hatte schon eine Beziehung zu einer Frau und zu einem älteren Mann. Kannst du Spaß und Freude an Sexualität empfinden? Oder hast du immer in Erinnerung diese schlimmen Bilder von früher? Teilweise, also es hat mir Spaß gemacht, zum Beispiel mit dem älteren Mann. Mit meiner damaligen Freundin, da war ich 17, das war irgendwie wie ein Trance. Oder ich kann es sehr schlecht umschreiben. Das war. Nun hat deine Mutter sicher deine Mutter hat ja ein sehr schweres Verbrechen begangen. Sie hat sich an einem Kind vergangen. Gab es schon mal so Überlegungen? Ich meine, man überlegt ja wahrscheinlich alles Mögliche in deiner Situation, auch die Frau anzuzeigen. Also, mein bester Freund hat gemeint, ich soll es tun. Aber ich zögere, vor allem, es ist ja schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht, ob mir überhaupt jemand glauben würde, dass sowas passiert ist. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das tun soll. Ich würde sie gerne anzeigen, aber. Du würdest sie schon gerne bestraft sehen für das, was sie getan hat? Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also ich hasse sie echt dafür, was sie mir angetan hat. Kannst du dir erklären? Ich meine, du warst dann 15 Jahre schon alt in der Endphase, wo das passiert ist, dass du dann eine Erektion bekommen hast in dieser Gewaltsituation. Es war ja eine Gewaltsituation. Ja, das war. Also ich hatte eine Erektion. Ja. Das kann man wahrscheinlich gar nicht genau erklären, warum das dann so ist. Es war so. Nein, also erklären kann ich es nicht. Ich weiß, dass er eine Erektion hatte und
dass sie mit mir geschlafen hat. Und ich fand das absolut scheußlich. Ja. Dieser direkte Geschlechtsverkehr, der hat auch öfter stattgefunden oder nur einmal? Er hat öfter stattgefunden. Sind ja viele Jungs in dem Alter schon zeugungsfähig. Hattest du ein Kondom? Nein, wir hatten keine Kondome. Weißt du, ob sie verhütet hat? Das weiß ich nicht. Das heißt, es hätte durchaus passieren können, dass auch ein Kind entsteht dadurch. Es hätte passieren können, ja. Markus, ich finde das super mutig, dass du hier sprichst, muss ich dir mal sagen. Und du sprichst sehr gut. Du antwortest mir ganz klar auf jede Frage. Und ich finde sehr richtig für dich, dass du hier angerufen hast. Irgendwo befreit es mich auch, dass ich mal irgendjemand anders noch was erzählen konnte. Also ich weiß zwar, mein bester Freund, der steht zu mir und er hat mir schon sehr viele Ratschläge und Tipps gegeben, aber dass ich mal zu einem Psychologen oder zu einer Beratungsstelle gehen sollte. Aber ich habe mich nie getraut. Aber guck mal, wie mutig, du bist nicht zu einer Beratungsstelle gegangen, wo alles ganz anonym und in einem kleinen Zimmer stattfindet. Und du hast hier bei mir angerufen. Ja, aber ich meine es noch was anderes. Ja, du bist am Telefon, das ist schon klar. Ja, aber trotzdem. Verstehe das doch mal wirklich als ersten Schritt, den du jetzt vollzogen hast. Ich rate dir ganz, ganz, ganz dringend, auch das, was dein bester Freund zu dir sagt, dass du zu einem Psychologen gehst. Ja, also ich persönlich, ich halte nicht so viel von Psychologen. Und ich finde sie immer... Sie nehmen einem die Seele sozusagen, sie quetschen einem das Letzte aus. Deshalb bin ich nie dahin gegangen. Ich kann deine Angst gut verstehen. Es gibt auch solche, die das machen. Aber da gibt es auch sehr gute Leute, die genau gelernt haben, wie man hilft in solchen Situationen, wie in der du steckst. Die es gelernt haben, mit einer solchen Seelenverletzung umzugehen und wieder zu heilen. Ich glaube, dass du so verletzt bist in all den Jahren von deiner Mutter, so verletzt worden bist, dass es schon richtig wäre, wenn jemand von außen helfen würde. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht wäre es für dich auch ganz gut, wenn du erstmal Kontakt zu Leuten suchst, denen etwas Ähnliches widerfahren ist. Ich hatte ja gestern einige Anrufer hier. Ich habe meine Sendung gestern gehört. Ja, und hast auch das Internetforum aufgenommen, was hier genannt wurde? Nein, ich habe kein Internetforum aufgenommen. Also ja. Ich habe einfach nur... Also es gibt einen, das heißt Courage Netz, also www.couragenetz.de. Da treffen sich Leute, die so etwas erlebt haben wie du. Vielleicht wäre das schon mal ganz gut, dass du dann mit Gleichgesinnten sprichst und vielleicht entsteht daraus dann wieder noch ein weiterer Schritt für dich. Weißt du, und solche Sachen mit dem Anzeigen, ich fände das natürlich auch gut, wenn deine Mutter angezeigt würde. Ich fände auch gut, wenn die hinter Schloss und Riegel käme. Aber ich finde erstmal viel wichtiger, dass es dir gut geht und dass du stark und stabil wirst. Und erst dann kann man so eine Entscheidung treffen. Denn da musste stark und stabil sein. Da musste aussagen, dann wird alles nochmal aufgewühlt von früher. Ich weiß nicht, wo ich das bin, stark genug. Ja, deswegen meine ich, diesen Schritt kannst du erst machen, wenn du eine Betreuung hast, eine psychologische Betreuung. So, Markus, jetzt möchte ich dich bitten, du kennst das ja bei mir, dass du auflegst und meine Psychologin ruft dich zurück. Da brauchst du keine Sorge haben, dass die dich ausquetscht oder irgendwas mit dir macht. Mhm. Die gibt dir einfach mal ein paar Adressen an die Hand. Okay. Und dann kannst du ganz frei entscheiden, was du gerne machen möchtest. Da kannst du auch nochmal diese Internetseite dir auch in Ruhe aufschreiben. Mhm. Und dann machst du, wie du es für richtig hältst. Okay. Ich finde, toll, dass du angerufen hast und Respekt. Dankeschön. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Okay. Das war Markus und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Und hier ist die Silke und Silke ist 32 Jahre alt. Hallo Silke. Hallo Domian. Guten Morgen. Morgen. Weswegen hast du angerufen?
Ich habe gestern deine Sendung verfolgt und habe mich da wiedergefunden. Also ich fühle mich seit so circa 8 Wochen als Täter, das ist ganz blöd rausgekommen. Also ich muss dazu sagen, ich suche mir als Opfer eigentlich erwachsene Männer. Mhm. Mhm. Ich spiele und manipuliere sie. Mhm. Und ich habe das früher immer als ganz normales Flirten abgetan. Ich hab das gar nicht so gesehen. Das heißt, ich bin nicht besonders hübsch, aber auch nicht unhässlich, sagen wir mal so. Und ja. Ich habe es dann halt immer so gemacht, ich bin rausgegangen und habe mich sehr aufreizend angezogen. Mhm. Jetzt nicht nuttig, aber schon so mit Minirock und Strapse und dass man auch bitte den Straps sieht. Mhm. Und habe dann gezielt Männer gesucht, die so vom Äußeren oder von ihrer Art her meinem Vater recht ähnlich waren. Mhm. Und habe es dann geschafft, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und ich bin sprachlich recht gewandt und habe mich halt voll auf die eingestellt im Gespräch. Das ja. heißt, also ich habe ganz, ganz feine Antennen, das haben mir auch verschiedene Therapeuten schon bestätigt. Mhm. Ich merke recht schnell, was mein Gegenüber von mir erwartet. Also wenn jetzt jemand eine weinerliche Dame wollte oder eine mit vielen Problemen, dann hatte ich Probleme so. Bis zum Tod umfallen. Verstehe. Mhm. Wenn einer eine Mansa haben wollte, dann hat mir mhm. mancher Mann schon nicht das Wasser reichen können. Mhm. Mit welchem Ziel hast du das dann verfolgt, das Ganze? Das war mir nie so klar. Also heute ist es mir klar. Heute kann ich sagen, damals war es mir nicht klar. Eigentlich, ich habe Spaß daran, die ungeteilte Aufmerksamkeit dieses Mannes zu haben. Also ich achte sogar darauf, dass ich immer sein Mittelpunkt bin. Also es kommt dann zu einer Beziehung, einer Art Beziehung? Genau. Und wie lange laufen diese Beziehungen? Sind das längere oder stößt du die Männer dann relativ schnell wieder ab? Ich stoße sie eigentlich relativ schnell wieder ab. Nach wie vielen Wochen, Monaten? Nee, direkt an dem Abend noch. Ach so. Also ich mache das ganz gehässig geschickt. Also ich schäme mich wirklich dafür, weil ich finde das nicht in Ordnung. Ich mache das so, ich kann sehr, sehr offen über Sex reden. Mhm. Und diese Männer sind dann immer total begeistert davon, dass eine Frau so offen darüber reden kann. Mhm. Was ist dann dein Triumph? Mein Triumph ist eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dass die so blöd sind und darauf reinfallen. Das heißt, du quatscht die geil, die Typen? Bis zum Tod umfallen. Bis zum Tod umfallen, gehst aber nicht mit denen ins Bett? Nee, mich darf keiner anfassen. Und schiebst sie dann wieder weg, nachdem du sie ein paar Stunden vielleicht nachdem du sie einige Stunden eingesponnen hast? Ja, also ich achte wirklich darauf, dass die sogar eine Erektion in der Hose bekommen. Alles findet aber immer in der Öffentlichkeit statt, irgendwo in Cafés, in Kneipen, in Diskotheken. Ja. Ja, nie bei dir zu Hause. Nee. Nee, die haben eine Erektion. Ja, und wenn ich das dann merke, dass ich sie so auf dem Höhepunkt habe, dass sie mich am liebsten anspringen würden, und dann drehe ich mich um und sage so, und jetzt gehe ich alleine nach Hause. Mhm. Wie oft hast du das schon gemacht? Wahnsinnig oft. Du hast noch nie eine Beziehung gehabt, eine längere? Doch, also ich war verheiratet mit einem Alkoholiker, habe mich halt scheiden lassen wegen Alkohol, habe aber mit dem Mann eine Beziehung. Also es ist so ein bisschen kompliziert, anderes Thema. Aber es ist jetzt so, dieser Mann hat es eigentlich geschafft, weil er auf gar nichts von meinen Manipulationen drauf angesprungen ist. Verstehe ich das richtig, dass du mit diesem Mann zurzeit auch zusammen bist, dass du mit dem eine Beziehung hast? Ja. Ja, und trotzdem machst du diese anderen Sachen. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Er lebt in der Adaption. Also er guckt, dass er seinen Alkoholismus in den Griff bekommt. Ja. Das heißt, er ist von mir örtlich getrennt. Wir sehen uns ganz selten am Wochenende. Mhm. Und mir ist aufgefallen, wenn ich die Woche über alleine bin. Mhm. Also ich mache sehr viel über Internet und ich gehe normalerweise freitagsabends immer in der Stammkneipe und habe da meine 2-3 Stammopfer, wo ich ganz genau weiß, mit denen kann ich das machen. Warum machst du das? Macht.
Du hast gerade gesagt, ich suche mir Männer aus, die so ähnlich aussehen wie mein Vater. Ist das eine späte Rache an deinem Vater? Ja, das hat die, hat also ich war bei einer Therapeutin, das hat die Therapeutin festgestellt. Mein Vater hat mich als Kind, ich sag mal, seelisch misshandelt. Mein Vater ist sehr, sehr geschickt. Er ist ein Vertriebsmensch. Mhm. Er kann sehr gut rhetorisch umgehen. Mhm. Und er hat, er benutzt sogar Werkzeuge, die beim sexuellen Missbrauch vorkommen. Also er hat mich nie angefasst. Mhm. Aber das, ich sag mal, das eigentlich Schlimme beim sexuellen Missbrauch ist ja eigentlich diese Erniedrigung oder die Ohnmacht, dass du dich nicht wehren kannst. Und das macht er seelisch. Also er hat zum Beispiel einen Blick drauf, da fühlst du dich weniger wert wie gar nichts. Da bist du nichts. Wenn du mit einem Mann so das gemacht hast und du gehst dann weg und gehst nach Hause, was ist das für ein Gefühl? Gut. Gut? Bleibt das gut oder wird es irgendwann auch schal? Heute ist es schal. Wie gesagt, also seit 6-8 Wochen bin ich dabei. Ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus. Was ich weiß das gar nicht mehr. Ich beschneide mich selber, obwohl ich diesen Drang dazu habe. Was ist denn vor 6-8 Wochen passiert, dass plötzlich das alles anders ist? Das war ganz komisch. Meine Schwester, die wir hatten so ein Familientreffen ohne meinen Vater. Also wenn ich von Familie spreche, ist mein Vater nicht dabei. Mhm. Und meine Schwester hatte erzählt gehabt, dass mein Vater, als sie 12 war, sich nackig neben sie gelegt hatte des Nachts. Mhm. Und ich bin auf einmal total ausgerastet und ich habe gar nicht gewusst, warum. Und ich habe meine Mutter angegriffen. Mhm. Und ich habe Freundinnen, die als Kinder sexuell missbraucht worden sind. Mhm. Und da bin ich aber nie ausgerastet. Und ich habe dann mein eigenes Verhalten hinterfragt. Mhm. Und bin dann halt so auf einige Sachen gestoßen. Also mein Vater hat zum Beispiel einen Heidenspaß gehabt, mir mit 18 Dessous zu kaufen, die selbst ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht gekauft hätte. Ja. Und ich bin schon wirklich sehr aufgeschlossen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du hast es erwähnt, dass du bist in einer Therapie, in einer Psychotherapie. Ja, also sagen wir mal so, ich mache gerade eine Paartherapie mit meinem Mann und ich strebe jetzt demnächst eine Verhaltenstherapie an, weil mein komplettes soziales Gefüge, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, es läuft total verkehrt. Ich sehe ja Männer auch nicht als, also diese Männer, diese Opfer, die ich mir da aussuche, das sind für mich keine Menschen in dem Sinne, das sind Jagdtrophäen. Mhm. Also ich gehe wirklich raus. Aber ich meine, du bist ja dann schon sehr viele Schritte nach vorne gegangen. Das heißt, du problematisierst das, du thematisierst das und bist sogar jetzt auf dem Wege, das zu verändern, das zu ergründen und zu verändern. Das ist ja schon mal sehr gut. Genau. Wahrscheinlich war es aber auch dann nötig, nach so vielen Jahren, in denen du das gemacht hast, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich sag mal, dazu hat mich eigentlich gebracht, dass ich mich seit 8 Jahren mit meinem Mann auseinandergesetzt habe, mit seinem Alkoholismus. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit an ihm herumgekrittelt, aber eigentlich habe ich dadurch meine eigenen Defizite und meine eigenen Probleme erstmal sichtbar gemacht. Wenn du Männer achtest, gibt es das überhaupt? Also den einzigsten Mann, den ich wirklich achte, ist mein Mann. Ja. Was achtest du besonders an dem? Er ist mein Spiegelbild. Also es ist ganz komisch. Er hat die gleichen. Ich finde mich in ihm wieder. Und es ist der erste Mann, der mich liebt, wie ich bin. Wie gesagt, meine ganzen Manipulationen haben bei ihm nicht gegriffen. Also ich war manchmal völlig verzweifelt. Also er hat auch schon mal gesagt, des Nachts, wenn ich dann Lust hatte und ihn versucht habe zu verführen, so wie ich das bei den anderen Männern gewohnt war, das hat bei ihm nicht funktioniert. Mhm. Und er hat das manchmal auch schon mit einem Versuch von der Vergewaltigung gleichgestellt, wo ich dann total aus allen Wolken gefallen war. Also ein sehr starker und sehr selbstbewusster Mann. Ist ja, so scheint mir das zu sein, wie du ihn schilderst. Ja, aber nicht stark und selbstbewusst. So wie wir es vielleicht definieren. Also wie gesagt, nicht so wie diese Machos. Ja, ja, natürlich. Nein, keineswegs. Also diffiziler meine ich das. Ja. Hintergründiger. Ja. Liebe Silke, also ich finde, dass du auf dem richtigen Wege bist.
und wünsche dir, dass das auch fruchtet und dass du weiter vorangehen kannst. Und eigentlich ist dieses Verhalten ja ziemlich blöde, was da abgegangen ist. Für dich ja vielleicht auch im Nachhinein oder letztendlich auch nicht befriedigend, sondern ein seltsames Spiel. Beschämend, dass ich dazu überhaupt fähig bin, sowas zu machen, weil das liegt meinem Naturell normalerweise total fern. Also ich bin sehr sozial eingestellt, aber da bin ich erstmal über mich selbst erschrocken, dass ich zu sowas fähig war. Ja, aber es wäre noch beschämender, wenn das einfach so weiterlaufen würde. Du tust was dagegen, das finde ich toll, finde ich gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, Silke. Okay. Und alles Liebe. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Gordon. Und Gordon ist 58. Guten Morgen. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich bin 58. Ja, ich habe es, glaube ich, auch gesagt. Oder ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht so richtig. Ja. Gesagt. Schön, dass du da bist, Gordon. Um was geht's bei dir? Es geht um die gestrige Sendung. Mhm. Also, und ich bin ab meinem dritten Lebensjahr zweieinhalb Jahre von einer Frau sexuell benutzt worden. Mhm. Ich muss vielleicht ein klein wenig ausholen. Lass mich ganz einfach mal fragen. Ja, ja. Von deinem dritten Lebensjahr, da fangen ja die Erinnerungen so ganz vage an, ne? Drittes, viertes Lebensjahr. Richtig. Bis zu deinem fünften, sagst du. Bis ich so fünfeinhalb war. Ja, wer war? Wahrscheinlich wäre es auch noch weitergegangen, wenn wir nicht den Wohnort gewechselt hätten. Wer war diese Frau? Diese Frau stammt entweder aus dem Umfeld meiner Mutter oder meiner Großmutter. Mhm. Das weiß ich nicht mehr so genau, denn wie gesagt, ich war ja erst so zwischen drei und sechs Jahre alt. Ja. Ich vermute aber eher aus dem Umfeld meiner Großmutter, weil meine Mutter damals arbeiten gegangen ist und meine Großmutter sich eben in dem Zeitraum um mich gekümmert hat. Mhm. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme hat dann eben diese Bekannte sich um mich in Anführungszeichen gekümmert. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Ich habe zum Beispiel die Erinnerung, dass sie den Anfang psychologisch sehr geschickt gestartet hat. Mhm. Nämlich? Ich muss jetzt doch noch ein kleines bisschen was dazu sagen. Mhm. Aufgewachsen bin ich in einem weiblich dominierten Umfeld. Mhm. Wobei die Damen kühl waren. Das heißt also, was ein kleines Kind gebraucht hat in dem Alter, genommen werden und so weiter und so fort, war nicht. Mhm. Ich hatte auf der anderen Seite das große Glück, einen sehr liebevollen Vater zu haben. Ja. Der das also mehr als kompensiert hat, dieses Defizit. Okay. Und ich kenne mit Frauen nur zwei Aggregatzustände. Entweder sie haben mir Frostbeulen auf der Seele verschafft oder Brandblasen. Mhm. So, jetzt kommen wir zu dieser Frau zurück. Du sagst, die hat das geschickt eingefädelt. Sie hat das geschickt eingefädelt. Ich war ein sehr niedliches Kind. Mhm. Und wie gesagt, wenn meine Großmutter nicht anwesend war, hat sie sich um mich gekümmert. Ich war halt, was die weibliche Ansprache betraf, ziemlich einsam. Mhm. Und das hat sie kompensiert. Du hast jetzt wahrscheinlich sehr unangenehme Erinnerungen an die Vorfälle, wenn du dich... Das ist so einfach nicht auszudrücken. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann ist es im Nachhinein, wenn ich daran an diese Ereignisse denke, mehr ein Gefühl zwischen Faszination und Grauen. Hm. Magst du mir erzählen, was diese Frau gemacht hat? Sie hat zum Beispiel sie hat mich geknuddelt, sie hat mich also lieb gehalten, sie war zärtlich zu mir, also all das, was mir von meiner Familie her gefehlt hat. Hm. Hm. Und angestartet hat sie das Ganze dann. Wir waren irgendwo im Freien und meine Großmutter hatte immer so die Angewohnheit in der damaligen Zeit, wenn ich dann irgendwie draußen war und das Wetter war schön, hat die mich immer nur in Hemdchen und Schuhen mit Socken rumlaufen lassen. Mhm. Der Rest war nackt. Mhm. Und dann hat die Dame mit mir Hoppe Hoppe Reiter gespielt. Mhm. Mhm. Das heißt also, ich saß auf ihrem bestrumpften Oberschenkel. Ja. Und sie hat dann über eine längere Zeit und sehr wild, so lange, bis es bei mir zu einer Erektion kam. Was in dem Alter natürlich auch möglich ist. Ja, man ist mit drei Jahren ja nicht asexuell. Ja, man ist ja ein
ja voll sexuell da. Es ist ja nicht wenn sie die Mutter am Geschlechtsteil wascht und zieht die Vorhaut zurück, um da alles sauber zu machen, dann ist es ja durchaus üblich, dass auch ein wesentlich jünger Säugling eine Erektion bekommt. Ja, natürlich. Ja. So, jetzt hat diese Frau nicht nur eine Erektion. Entschuldigung. Jetzt hat die Frau mit dir Hoppe Reiter gespielt. Du saßt nackt auf ihren Schenkeln. Richtig. Ja. Und es kam also nicht nur zu einer Erektion, sondern auch zu einer Ejakulation. In dem Alter? In dem Alter, ja. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Also sie kriegen ist zwar kein Sperma dabei, aber diese Trägerflüssigkeit, die das Sperma trägt, das kriegt man auch schon mit 3 Jahren. Also das ist mir neu. Das ist mir neu. Also nichts Besonderes. Und diese Dame tendierte von ihrem Wesen her ins Dominante. Das heißt also, die wurde dann furchtbar wütend, hat mich also mir angedroht, mich zu verstoßen aus ihrem Umfeld. Und wobei ich also furchtbar anfing zu weinen, weil ich hatte... Das heißt, Angst, dadurch hatte sie schon die Macht ergriffen über dich. Richtig, und ich hatte Angst, diese... Ich kannte ja keine andere Wärme, keine andere weibliche Wärme. Hat sie denn, wenn ich das richtig verstehe, hat sie böse reagiert aufgrund deiner Erektion und... Nein, aufgrund der Ejakulation. Ja. Also das ging ja alles bei ihr auf die Strümpfe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ein kleines Kind eine Ejakulation hat. Also, dann fragen Sie mal Ihre Psychologin und fragen Sie mal einen Arzt. Also Sie haben keinen Samenerguss, aber die Flüssigkeit kommt trotzdem. Ja, also dieses ist dann immer wieder im Laufe dieser 2-3 Jahre vorgekommen, wie du es gerade... Entschuldigung. Nicht nur das, sondern... Augenblick mal. Nicht nur das, sondern es wurde dann auch... sie wurde immer dominanter in ihrem Verhalten mir gegenüber. Und ich musste dann... immer mehr tun. Was zum Beispiel? Sie hat sich dann von mir vaginal und anal, oral verwöhnen lassen von mir. Sie hat sich meines Geschlechtsteils bedient, wann immer sie dazu Lust hatte. Ich war ein sehr niedlicher Junge mit langen blonden Haaren. Sie hat mich also dann auch so, wenn wir alleine weiter weg waren von zu Hause, als Mädchen angezogen und damit sie also unter dem Rock den freien Zugriff hatte auf diese Art und Weise. Ja. Du bist erlöst worden von dieser ganzen Sache, wie du es gerade am Anfang erzählt hast, dadurch, dass du vermutest, dass diese Frau weggezogen ist. Nein, wir sind weggezogen. Ach, ihr seid weggezogen. Vermute ich nicht, wir sind weggezogen. Ihr seid weggezogen. Und ich bin bis heute nicht erlöst. Ich stecke bis heute, um es mal krass auszudrücken, immer noch mit dem Kopf zwischen den Schenkeln so einer Frau. Ja? Ich glaube ja auch, wenn man das nicht mit Hilfe eines Fachmannes aufarbeitet, dass man das auch, du bist jetzt 58 Jahre alt, dass man das auch über Jahrzehnte mit sich trägt. Ja. Es hat ja ewig gedauert, bis mir erstmal bewusst geworden ist, was mir passiert ist. Ja. Ich war sehr lange in Therapie, fahre eines Tages zu meiner Therapeutin und sehe in diesem öffentlichen Verkehrsmittel schräg gegenüber in der Bank eine Frau sitzen mit sehr großen Händen. Und die großen Hände waren der Auslöser dafür, dass die Erinnerungen zurückgekehrt sind, beziehungsweise sich verdeutlicht haben. Das heißt, wenn man so ein kleiner Knirps ist, große Hände, dann hat jeder Erwachsene große Hände für. Das heißt, über Jahre hattest du diese Vorgänge vergessen, verdrängt. Verdrängt, ja. Die lagen im Schatten. Unterbewusst. Wie alt warst du, als du dieses Erlebnis mit den Händen hattest? Das war irgendwann zwischen 93 und 95. Also wir rechnen mal, wie alt warst du da? Ich bin jetzt 58, das ist 13 Jahre her. Also, das muss man sich mal vorstellen, wie viel Zeit dazwischen liegt. Richtig. Hast du es dann in einer Therapie thematisiert? Ich war schon lange in einer Therapie und ich habe auch vorher schon immer etwas geahnt. Nur, sagen wir mal,
die Details wurden mehr und die Erinnerung hat sich verstärkt. Bei ist es dann danach, nachdem es dir klar wurde, ist es dann therapeutisch behandelt worden? Es ist auch dann therapeutisch behandelt worden, aber irgendwann habe ich aufgehört, weil ich muss den Rest dann für mich verarbeiten. Ab irgendeiner Stelle, das ist meine Einstellung dazu, gibt es nur noch einen Menschen, der mir helfen kann und das bin ich selber. Wie lebst du? Hast du eine Familie oder lebst du alleine? Ich bin also total alleine. Aber ich liebe das Leben. Riechen, schmecken, fühlen, tasten, alles was dazugehört. Weil dieses Leben ist verdammt schön. Wir haben nur das eine und ich liege noch lang genug in dieser Kiste und deshalb möchte ich das jetzt also alles genießen, was dazu gehört. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen... Darf ich noch eins sagen? Ja, natürlich. Für die anderen, denen das auch so ergangen ist. Weil was das Merkwürdige für mich war, als wir umgezogen sind, ich habe dann als kleiner Knirps von 5,5 Jahren sowas eine passende Partnerin gesucht. So eine Frau wie diese. Was mich auch zum Außenseiter gemacht hat. Denn wenn man als so kleiner Knirps dann hergeht, versteckt sich am liebsten unter den Rücken von Mädchen. Oft, dass sich irgendein Mädchen oder kleines Mädchen mit dem nackten Hintern aufs Gesicht setzt. Man, weil Sie das angesprochen haben mit der Ejakulation, ich habe mich von dem Zeitpunkt, als ich dann weggezogen war, diese Frau keinen Zugriff mehr auf mich hatte, mich also ein bis mehrmals am Tage selbst befriedigt. Darf ich dich, ich duze dich immer, ich bitte das auch zurückzutun. Damit das nicht so keine schief. Ich bin halt noch eins von den alten Gesteinen, da läuft das Du nicht so locker über die, deshalb bitte ich nachzusehen. Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist ja so eine schöne Tradition in der Sendung, dass wir uns ja alle duzen. Ich habe eine Frage noch zum Schluss. Hast du denn irgendwann dich mal in eine Frau verlieben können? Ich war zweimal verheiratet, mindestens fünfmal verliebt. Ich habe auch so kein Problem, in Anführungszeichen, was die Sexualität zwischen Mann und Frau betrifft. Was mir eben immer gefehlt hat, das war eine Frau mit einem etwas dominanteren Charakter, was die Sexualität betrifft. Ja. Weil dieses devote, masochistische beschränkt sich also auf die Sexualität, nicht auf den Rest meiner Person. Ich greife nochmal das auf, was du vorhin gesagt hast. Das Leben ist schön, das Leben ist lebenswert. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Sichtweise so behalten kannst und dass du einfach gut und schön leben kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Gordon. Das hoffe ich und wünsche es dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Rosemarie. Und Rosemarie ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Rosemarie. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich nach 33 Jahren meine Geschwister gefunden habe. Ich hatte zu dem Thema auch schon öfter letztes Jahr angerufen. Da habe ich sie noch gesucht und seit dem 30. Oktober habe ich sie jetzt gefunden. Wie viele Geschwister? Ich wusste nur von dreien, von zwei Schwestern und einem Bruder. Ja. Und habe dann am 30. Oktober, als ich das erste Mal mit meinem jüngeren Bruder telefoniert habe, erfahren, dass ich auch noch einen leiblichen Bruder habe, der nur ein Jahr jünger ist als ich. Wie kommt es, dass du jetzt nach 33 Jahren auf einen Schlag so viele Leute aus deiner Familie, sprich deine Familie, gefunden hast? Ich habe mit 17 Jahren erst erfahren, dass ich adoptiert worden bin. Ich bin mit 3,5 Jahren adoptiert worden. Und mir wurde das aber so nie erzählt. Und als junges Mädchen bin ich sehr neugierig gewesen. Meine Mutter war aus dem Haus und da habe ich in ihren Papieren rumgewühlt und habe dort einen Umschlag gefunden, wo ein Brief drin steckte, mit dem ich zunächst mal gar nichts anfangen konnte. Ich war zwar schon 17, aber hatte sowas eigentlich noch nie gesehen. Also stand oben drüber im Namen des Volkes, an Kindestadt angenommen, dann einmal mein Vorname mit einem Nachnamen und dann nochmal mein Vorname mit dem Nachnamen, den ich dann schon hatte. Ja. Und auch der Name einer Frau, die auch diesen Namen trug, den ich vorher hatte, bevor ich adoptiert wurde. Ja, und mit diesem Brief bin ich dann zu meiner Tante gegangen, weil ich meine Mutter nicht ansprechen mochte.
Und meine Tante hat dann zu mir gesagt, ja, also du bist adoptiert worden, du bist nicht das leibliche Kind. Und wir haben eigentlich schon immer gesagt, man sollte es dir erzählen. Aber meine Mutter, meine Adoptivmutter hat auch immer Angst gehabt, dass ich weglaufe, wenn ich das erfahre, ne? Ja. Ja, und dann habe ich, ich bin mit 17 Jahren zur Berufsschule gegangen. Ja. Und hatte gelesen, dass meine leibliche Mutter nur eine Stadt weiter wohnt, sprich 15 Kilometer weiter von uns entfernt. Mhm. Und bin dann, habe dann meine Berufsschule geschwänzt an einem Tag und bin dort zum Einwohnermeldeamt und Standesamt gegangen und habe da gefragt, ob man mir weiterhelfen kann. Das heißt, du hast meine Situation geschildert. Du hast damals schon, also das liegt schon lange zurück, wo du angefangen hast zu baggern. Ja, stimmt. Wir machen mal einen kurzen Schnitt, weil ich das so spannend finde. Hast aber jetzt erst, das heißt letztes Jahr im Oktober, wir halten es nochmal fest, nach 33 Jahren deine Geschwister getroffen. Richtig. Erstmal, was war denn das für ein Gefühl? Kann ich gar nicht beschreiben. Ich hatte das Gefühl, es reißt mir die Beine weg. Ne? Ich habe mir als Kind immer Geschwister gewünscht. Ja. Ich habe immer Freundinnen gehabt, die viele Geschwister hatten, habe mich auch sehr viel dort in der Familie aufgehalten und habe mir immer so sehr Geschwister gewünscht. Wie alt sind die Geschwister jetzt? Wie alt sind die Geschwister? Einer ist 49, der eine Bruder ist 49, der andere Bruder ist 35, die eine Schwester ist 38 und die andere 37. Also sie sind wie die Orgelpfeifen letztendlich, die letzten und drei. Hast du das Gefühl, dass du dich gleich jetzt mit ihnen auch gut verstanden hast oder sind es auch eher fremde Menschen? Ich fühlte mich gleich zu denen hingezogen. Mhm. Ich habe mit meinem jüngeren Bruder am 30. Oktober telefoniert, habe von dem dann durch Zufall erfahren, dass es da ja noch einen Bruder gibt, der auch noch mein leiblicher Bruder ist. Wie bist du an diesen jüngeren Bruder gekommen? Oh, das ist ein ganz langer Weg gewesen. Nee, sag's nur ganz, ganz, vielleicht als Schlagwort nur mal, damit ich es so ein bisschen einordnen kann. Da die Behörden sich nicht, stur gestellt, ich sage immer, sie haben sich stur gestellt, aber es war ja der Datenschutz da, dann habe ich mich vor 5 Jahren an eine Talkshow gewandt, habe dort einen kurzen Brief hingeschrieben, wurde dann von einer Redakteurin angerufen und habe dann meine Geschichte erzählt, habe auch gesagt, dass ich die Stimme meiner Mutter schon öfter gehört habe, meiner leiblichen Mutter. Ja. Ich habe mich nie getraut, was zu sagen. Ja. Und die hat sich dann versucht, so ein bisschen zu recherchieren und ist dann nur auf den Namen meines jüngeren Bruders gekommen, wusste aber auch nicht, wo er lebt. Mhm. Ja, und also haben die Medien so ein bisschen nachgeholfen? Welche Talkshow war das, wenn ich fragen darf? Das war damals Franklin. Franklin, ah ja. Ja, genau. Ah, ja. Ja. Meine leibliche Mutter war also nicht bereit, mich zu sehen. Sie wollte mit mir nichts zu tun haben. Mhm. Wollte aber auch keine Auskünfte über meine Geschwister geben. Ich mag schon. Ein wirklich kompliziertes Rechercheverfahren liegt da hinter dir. Ja. Glaubst du, dass du jetzt, nachdem ihr euch nach so vielen Jahren endlich getroffen habt, dass da auch eine Beziehung entstehen kann? Ja. Ist schon. Zu meiner einen Schwester und zu meinem älteren Bruder auf jeden Fall. Meine jüngere Schwester habe ich auch schon gesehen. Wir haben uns auch schon zweimal getroffen. Mhm. Wir verstehen uns auch ganz toll. Nur mein jüngster Bruder, der kann noch nicht so ganz aus sich raus. Also ich warte immer noch, dass er sich vielleicht mal meldet. Hast du den jetzt durch? Aber der Kreis ist noch nicht ganz geschlossen, weil wir suchen immer noch unseren leiblichen Vater. Ja. Hast du denn über die leibliche Mutter jetzt viel erfahren? Durch die Geschwister? Ich habe sie leider in Anführungsstrichen schon sehen müssen, obwohl sie mich ja anfangs verleugnet hat und meinen Geschwistern auch erzählt hat, dass es gab mich mal, aber ich bin mit einem Jahr an einem Herzfehler gestorben. Oh. So wussten die es halt nur. Mhm. Hab sie auch schon gesehen, aber... Das heißt, da gibt es keine... Die Begegnung war sehr kühl. Ne? Ja. Warum hat sie dich zur Adoption freigegeben? Sie sagt, sie wäre damals sehr jung gewesen, nur wenn ich zurückrechne, sie ist 25 Jahre alt gewesen. Mit 25 ist man eigentlich reif genug, um selber zu wissen, was man tut. Und sind denn die anderen Kinder gut erzogen worden von ihr? Die haben also eine gute Kindheit gehabt? Ja, haben eigentlich eine gute Kindheit gehabt, bis auf meinen älteren Bruder, dem ging es auch nicht so gut. Mhm. Der hat auch viel Zeit im Heim verbracht, hat leider keine Adoptiveltern gefunden, aber sehr, sehr liebe Eltern. Das heißt, das Jahr 2005 war für dich ein richtiges Glücksjahr, denn mit einem Schlag waren dann so viele Geschwister da. Vor allen Dingen, wenn man so lange danach gesucht hat, ich stelle mir das auch
irre toll vor. Ja, es ist ein Wahnsinnsgefühl. Also ich kann es manchmal heute noch nicht fassen, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe ja nun auch immer diese Shows gesehen im Fernsehen. Ja. Und wenn da diese Familienzusammenführungen waren, ich habe hier jedes Mal geheult. Meine Kinder haben mir dann immer schon Taschentücher hingelegt, weil die wussten von Anfang an darüber Bescheid, dass ich adoptiert bin. Ich muss sagen, ich habe auch eine sehr schöne Kindheit gehabt. Ja. Ich habe wirklich alles gehabt, was man sich wünschen kann. Meine Mutter hat mich allein großgezogen. Rosemar, ich gratuliere ganz herzlich. Grüß mal deine Geschwisterchen, ja, herzlich von mir. Und ich wünsche euch allen ein gutes Leben jetzt gemeinsam. Ja, das werden wir bestimmt haben. Alles Gute für dich. Ja, danke schön. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, das war's für diese Woche von uns. Das war unsere erste Woche im Jahre 2006. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Karp, bei Katrin Pausen, Roland Lohr, Johanna Knurer, Dirk Winhüsen, Christoph Hoffmann und Elke Büchter. Wir sind nächste Woche Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ich sage euch kurz unsere Themen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also Dienstag, heißt unser Thema schlechter Sex. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein gutes und schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, schönen Samstag und freue mich auf euch dann nächste Woche in der Nacht.